die Salzburg AG als das Green-Tech-Unternehmen im Bundesland Salzburg sieht sich in der Verantwortung, ihre Kunden zu unterstützen, mit sauberer Energie versorgt zu sein und diese effizient zu verwenden, aber auch selbst danach zu handeln. Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und Maßnahmen. Einige davon sehen wir uns heute an. Das Gebäude der Salzburg AG in der Bayerhammer Straße ist aus den 90er Jahren. Die Beleuchtung in den einzelnen Büros ist mit Neonröhren am Ende ihrer technischen Lebensdauer angekommen. Somit wurde das gesamte Gebäude beleuchtungstechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Einerseits wird man natürlich auch im Punkt Nachhaltigkeit etwas nachlegen, in Richtung grüner Technologie weitere Fortschritte machen. Und haben uns jetzt dazu entschlossen, noch reifliche Überlegungen zusammen mit der Energieberatung und den Kollegen vom Engineering die LED-Technik einzusetzen. Die neue Beleuchtung ist wesentlich effizienter als die bestehende, rein vom Energieverbrauch her und auch in Kombination damit, dass wir das Licht nur mehr dann einschalten, wenn es auch benötigt wird. Die neue Beleuchtung reagiert auf Bewegung, auf Anwesenheit im Raum, schaltet sich ein, sobald man einen Raum betritt und stellt sich dann auf das geforderte Maß der Helligkeit individuell ein. Das hat damit zu tun, wie viel Licht fällt von außen in den Raum herein, wie stark ist die Beleuchtung an diesem Tag, die natürliche Beleuchtung, und die LED-Technik regelt sich dann auf dieses Maß, das für einen Arbeitsplatz notwendig ist, in etwa 500 Lux, so in der Größenordnung, hin und bringt eigentlich nur die Differenz, die notwendig ist, dass eine ausgeglichene Beleuchtung da ist. Rund 300 Büros wurden nach gründlicher Planung umgestellt. Der Eingriff war dann auf einem Minimum für die einzelnen betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So in etwa 1,5 Stunden war ein Büro circa umgebaut. Und so haben wir jetzt im Zeitraum zwischen Jänner und Juli das ganze Haus umgerüstet. Wie wir erfahren haben, lässt sich im Bereich der Bürobeleuchtung sehr viel Energie sparen. Dies durch einfache und sehr leicht umsetzbare Maßnahmen, was natürlich ein großer Vorteil ist im laufenden Betrieb. Eine weitere mögliche Maßnahme ist die Begrünung von Fassaden und Dächern. Wie und wo das möglich ist, das sehen wir uns im nächsten Teil an. Wir sind jetzt im Heizkraftwerk Mitte der Salzburg AG, im Bereich des Kundenservice. Hier sehen wir uns an, was man bei der Begrünung von Fassaden und Dächern machen kann und wie schön das aussehen kann. Im dritten Stockwerk des Kundencenters befindet sich für die Mitarbeiter eine Dachterrasse, die bis vor kurzem noch kaum genutzt wurde. Und wir haben uns dann überlegt, was können wir hier ökologisch auch im Sinne unseres Unternehmens auch beitragen, und haben uns dann letztes Jahr entschlossen, diese Dachterrasse ordentlich zu begrünen, mit Professionisten ordentlich aufzupeppen. Es war doch etwas aufwendig, weil wir auch den Untergrund erneuern mussten und da Material heraufgeblasen wurde in den dritten Stock. Das waren sehr beeindruckende Arbeiten. Aber wir haben dann auch geschaut, dass wir das ordentlich planen, dass auch der Bewuchs immer so ist, dass im Frühjahr bereits was sichtbar ist, dass jetzt im Sommer, im Hochsommer auch was sichtbar ist und dass eben auch die Bienen immer was zu tun haben hier herum. Und heuer sieht man das erste Mal ein Ergebnis, nämlich ein wucherndes Grün da hier im Hintergrund. Natürlich ist das jetzt deutlich verbessert wie vorher. Vorher wollte keiner da rausgehen, weil es ja eine, ja, vielleicht darf man das so sagen, gestetten war ein bisschen. Das war eben nicht so angenehm. Jetzt geht man gern raus, weil man eben allein durch dieses Grün, durch dieses Wachsen, hat es eine beruhigende Wirkung, und auch auf das Klima, wenn man rauskommt, das ist ein bisschen angenehmer und kühler. Man kann sich in den Schatten setzen und seine Mittagspause da genießen, und das wird sehr, sehr gut von den Mitarbeitern angenommen. Wenn Sie Fragen rund um die Themen Energieeffizienz, Energiesparen oder ökologischer Fußabdruck haben, melden Sie sich gerne bei der Energieberatung der Salzburg AG.